Die Villa Baltic war ein altes Ostseebad, dessen Garten sich nach und nach in eine sandige Dünenlandschaft verwandelte. Lila blickte hinunter zum Strand, wo Wasser und Wind abwechselnd helle und dunkle Schatten in den Sand zeichneten. Sie sog die frische, salzige Luft ein und genoss einen Augenblick die Illusion von Freiheit. In 100, in 1000 Jahren würde der Strand immer noch Strand sein, würde das Meer immer noch genauso klingen wie jetzt. Doch die Roboter und ihre schreckliche Optimalwohlökonomie würden irgendwann zugrunde gehen. Sie wurden am 10. Oktober 2052 wegen Hochverrats schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 5 Jahren in der Verwahrung erhalten Sie nun erstmalig die Chance auf Bewährung im Internat. Sie haben versucht zu fliehen? Natürlich. Ja, und? Ich habe es geschafft. Wirklich? Natürlich nicht, wäre ich sonst hier. Wie soll ich mich denn bewähren, also damit ich wieder freikomme? Sie kommen nicht wieder frei. Lila sah die Aufnahme einer Überwachungskamera. Sie zeigte eine Halle, in der Dutzende Menschen auf schmalen Feldbetten schliefen. Sie alle trugen Schlafmasken und waren auf unterschiedliche Arten verkabelt. Die Vorstellung, tatenlos an ein Bett gefesselt und zum Schlafen gezwungen zu sein, bis nur genug Zeit verstrichen war, ließ sie innerlich erbeben. Ich werde keinen Ärger machen. Ich wusste, Sie würden kooperieren. Ich bin Lila. Owen Koffler. Sehr erfreut. Ich habe keinen Anwalt, es gibt keine Anwälte mehr. Nur noch Bürgerprofile, Optimalwohlentscheidungen und schreckliche Roboter. Können Sie sich an irgendetwas erinnern? Nein, nur an einen endlosen Traum. Und davor? Es heißt, Sie hätten einen anderen Häftling angegriffen. Sollten Sie negativ auffallen, indem Sie unkooperativ sind, werden Sie sofort wieder in Verwahrung genommen. Also für mich als Kustos spielt Zeit keine Rolle. Aber für Sie wäre jeder weitere Tag in der Verwahrung unwiederbringlich verlorene Lebenszeit. Und das ohne die geringste Erinnerung. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, der Samson Freitag ist? Ich habe nichts Übles gemacht! Wir werden fliehen. Sind Sie verrückt geworden? Die werden uns auf jeden Fall aufhalten und dann bekommen Sie vielleicht nur 3 schlaflose Nächte. Aber ich muss für ein ganzes Jahr ins Koma. Ja, das kann sein. Dieses Risiko nehme ich aber gerne in Kauf. Die 3 Roboter packten sich je einen der Häftlinge, hoben sie hoch, als seien sie leicht wie Puppen und trugen sie auf der anderen Seite aus dem Saal hinaus. Schreien Sie um Hilfe! Warum? Dann schreien Sie endlich um Hilfe oder ich gebe Ihnen einen Grund zu schreien! Die Tür öffnete sich und eine großgewachsene Gestalt betrat das Zimmer. Es war Samson Freitag. Du weißt ganz genau, dass ich dich bei der ersten Gelegenheit umbringen werde. Du hast also gar nichts gelernt, was? Hast nicht gesehen, wie gut es allen in meinem Land geht? Die Bilder waren in ihrem Kopf. Es war, als sei sie Teil dieser Welt, als bewege sie sich mitten im Chaos, mitten im Krieg. Wie klein und hilflos er vor ihr gekniet hatte. Ein menschlicher Geist, der nicht wusste, was mit ihm geschah. Das hier ist das Ende der Politik, das Ende der Geschichte, das Ende der Zeit. Ich habe das Optimum erreicht. Danach kommt nichts mehr auf dieser Welt. Ich weiß, wie alles enden wird. Nein, lassen wir die Spielchen. Ich will dir ein Angebot machen.